Er greift Medien an, er greift Professoren an, er greift Politiker an, er greift Einzelpersonen an, er greift alle an. Alle sind schuld, nur er nicht. Das Video, das man aufgenommen hat, direkt nach der Abwahl vom Zürcher Regierungsrat Martin Graf, das ist wirklich nicht gut, nicht gut. Macht eine ganz schlechte Falle. Darum kursiert das Video im Moment auch überall auf den sozialen Medien. Das ist ein kleiner Ausschnitt davon. Aber es war so ein wunderbarer Fall gewesen, wo die Medien haben ihre Formate und Blättchen füllen können, irgendwelche Universitätsprofessoren schon immer ihre Thesen verbreiten, irgendwelche Parteien ihre Parteiparolen appellieren, irgendein Anwalt, der hat gewinnen wollte und sich nachher aus dem Staub gemacht hat, wo er gewonnen hat, weil er gesagt hat, das ist mir ein heißer Fall. Und der Gallus selber, und das ist wahrscheinlich symptomatisch für viele andere Fälle, der hat gar niemand interessiert. Weil das ist jetzt einfach, ein Bauernopfer ist er, oder? Und wenn irgendjemand in diesem Kanton behauptet hat, der Kürber sei das Bauernopfer und es hat auch Grüne gehabt, dann muss ich sagen, der hat also eine gut finanzierte Frühpensionierung bekommen. Und das sage ich jetzt da und hier und will das einfach nicht mehr hören von irgendwelchen Grünen, die so ein Seich behaupten. Drei Sachen, die mir sofort auffallen. Erstens, der Martin Graf sucht Schuld bei den anderen nicht bei sich. Kommt gar nicht gut an. Der Martin Graf ist respektlos gegenüber seinen politischen Mitstreitern, kommt gar nicht gut an. Und das Dritte, er greift direkt die Medien an, kommt gar nicht gut an, weil er nicht den Journalist oder das Medium an und für sich angreift, sondern natürlich direkt den Zuschauer. Das Medium ist ja nur das Transportmittel zum Zuschauer. Kommt auch nicht gut an. Kommt dann noch obendrauf, dass die Medienjournalisten natürlich gegenüber Martin Graf jetzt immer Trumpf im Ärmel haben, weil was gefilmt ist, ist und bleibt gefilmt, das löscht niemand. Darum kursiert ja das Video im Moment überall in sozialen Medien. Ich kann nur behaupten, der Mann war nicht vorbereitet für mögliche Abwahl. Jetzt ist er abgewählt, darum hat er kommunikativ komplett falsch reagiert. Man muss also kommunikativ immer vorbereitet sein auf alle Situationen, die eintreffen könnten.